Willkommen zusammen zurück hier auf unserem Community-Server zum großen Hof-Update. Sowas gab es ja schon länger nicht mehr und ich möchte euch in diesem Video einfach nochmal alle Höfe zeigen, denn da hat sich ordentlich was getan seit dem letzten Hof-Update-Video, dass ihr nochmal eine riesengroße Übersicht habt. Ja, wir sind hier beim Hof RGA Agrar. Der hat sich so ein bisschen spezialisiert auf Schweine und Kühe und natürlich passend dazu die entsprechenden Früchte, die man braucht, um die Tiere zu versorgen. Zusätzlich ist er auch noch an einer BGA-Anlage beteiligt. Und damit finanziert sich der Hof und ja, da kommt ganz schön Geld rein. So, wir haben hier vorne direkt am Hofeingang verschiedene Unterstände für verschiedene kleinere Gerätschaften. Da ist auch eine Hoftankstelle. Da drin steht ein Unimog, ein kleiner 515er Fendt. Grastechnik, wir haben dann Ballentechnik, dann kommen hier Sämaschinen auch schon, Düngetechnik, Striegeltechnik, was wir so brauchen. Dann geht es hier unten weiter, da ist ein alter schöner Porsche, wir haben hier einige Gewichte, ein paar Kleinteile noch liegen. Wir kommen dann hier hinter zu einer größeren Freifläche, da werden einfach Fahrzeuge mal so kurz zwischengeparkt, wenn sie jetzt demnächst wieder direkt in Einsatz weiter müssen. Allerdings muss ich auch sagen, so allgemein, die Unterstellmöglichkeiten sind inzwischen schon ein bisschen zur Neige gegangen, denn da hinten die Halle, seht ihr auch, ist komplett voll geparkt. Das heißt, hier muss zukünftig auch bald wieder weiter gebaut werden, dass wir mehr Unterstellmöglichkeiten für die ganzen Maschinen haben. Dann gibt es hier im Vordergrund Silos für Silage, im Hintergrund Getreidesilos, wo das ganze Getreide zwischengelagert wird. Wir haben hier einmal eine Werkstatt direkt am Hof. Da steht dann auch noch ein neuer John Deere. Wir haben hier Ballenlager für Strohballen, Silageballen, Heuballen, alles Mögliche. Da gibt es dann auch ein paar mehr Maschinen zum Thema Ballentechnik und Grastechnik. Und dann geht der Hof halt hier schon ganz schön weit nach hinten. Da ist nochmal ein Ballenlager. Hier hinten ist dann quasi ein Fermentersilo. Wir haben hier nochmal Unterstellmöglichkeiten für Maschinen. Sieht man auch hier, sind die ganzen Ladewägen drin. Und ja, hier hinten zum Abschluss dann nochmal ein großes Silo. Da ist aktuell Maisilage drin. Nebendran haben wir hier Zuckerrüben aufgehäuft. Hier zwischendrin, zwischen den Bäumen, sieht man es. Das sind nochmal zwei Silos im Hintergrund. Da ist ein großer Kuhstall mit inzwischen schon an die 100 Kühe. Jetzt sind wir hier im oberen Bereich des Hofes. Kleine Kuhweide, wo die Kühe auch Auslauf haben. Und im Zentrum dann hier ganz viele Schweineställe. Von hier hinten bis ganz nach vorne, alles voll mit Schweineställe und entsprechend hier oben dann auch die ganzen Mischten für den anfallenden Mist von den ganzen Schweinchen. Und hier vorne ist gerade sogar jemand dabei, den Mist einmal aufzuladen und Mist zu fahren. Alle Schweineställe sind vorbereitet für das Manure-System. Das heißt, wir können hier hinfahren und wir können hier ganz einfach mit einem Schlauch ankuppeln, um dann entsprechend die Gülle abzupumpen. Dann gibt es hier noch einen kleinen mittleren Hofteil, den noch gar nicht so gesehen habt, wo wir hier so ein Regal haben für Mineraldünger, Mineralfutter, was so anfällt. Hier noch ein kleines Ballenlager, aber auch hier noch eine größere Güllegrube. Und hier hinten dann nochmal ein kleiner Kuhstall. Und im Zentrum liegen dann hier noch ein paar Häufchen mit Kalk, die demnächst auch aufs Feld raus müssen. Also alles in allem doch schon ein sehr, sehr großer Hof. Auch feldtechnisch, was hier dazu gehört, können wir uns kurz mal anschauen. Alles, was diese lila Farbe hier hat,
hauptsächlich hier in dem Bereich einige Felder, aber auch hier ein paar verstreute Felder, die zu dem Hof hier gehören. Sind schon an die 120 Hektar. Da gibt es ordentlich was zu tun und davon bekommt ihr auch fleißig in regelmäßigen Abständen Videos. Würde ich sagen, wir springen weiter zum nächsten Hof und zwar zum Hof zum alten Post. Dieser befindet sich hier oben. Wir können hier jetzt direkt zu Beginn mal die Feldflächen anschauen. Konzentriert sich hauptsächlich in dem Bereich um den Hof herum. Aber man sieht auch, der Wald ist hier hinten. Da hat er auch ein Feld. So ein paar Kleinigkeiten sind auch ein bisschen verstreut. Wenn wir uns den Hof hier anschauen möchten, da, ui, da stehen ganz schön viele Ballen. Fangen wir mal direkt hier hinten an, wo es dann rausgeht auf seine Wiesen. Ja, da hat er hier Ballenlager. Hier steht eine Menge Krust und Krempel rum. Eine Hühnerhütte haben wir hier. Ein Traktor. Einen schönen alten Fendt 816. Ja, von RGA Agrar hatte ich gar nicht alle Traktoren gezeigt. Aber die seht ihr ja sicherlich auch regelmäßig im Einsatz. Hier vorne sein kleines Bauernhaus. Dann hier zu unserer Rechten die vielen Strohballen, die er kürzlich wahrscheinlich vom Feld geholt hat. Ein schicker Unterstand hier. Hier auch ein kleines Regal für Gewichte und ja, Technik, Frontladertechnik. Wir haben hier ein paar Gewächshäuser. Wir haben noch mal ein Fendt. Was haben wir da? Ein 824. 926 ist das sogar noch mal ein Ballenlager. Genau, dann hier einmal sein Farmhaus von vorne. Da steht jetzt noch der Schneemann. Ich würde fast behaupten, dass der aus Styropor ist, wenn der jetzt noch da steht. Genau, dieser Hof hier ist auch konzentriert auf Kühe plus entsprechend die dazugehörige Versorgung der Tiere plus. Auch dieser Hof hier hat einen Anteil an der BGA, gemeinsam mit RGA Agrar und dem Lohnunternehmen Bäcker, zu dem wir später auch noch kommen. Gewächshäuser, da werden Tomaten, Erdbeeren und solche Dinge angebaut. Hier vorne haben wir dann die Mischte, dann eine Ballenpresse rumstehen. Mischt hat er wohl kürzlich geladen. Und dann haben wir hier eine Glasballenpresse, hat er. Also ich entdecke hier auch Sachen, die ich selber jetzt noch nicht so gesehen habe. Hier vorne hat er sein Getreidelager, ein paar Unterstellmöglichkeiten für jede Menge Maschinen. Leerpaletten stehen rum. Hier ist nochmal ein Lager für Getreide. Kleine Hoftankstelle zu unserer Rechten. Hier drüben eine eigene Werkstatt. Alles in allem ein sehr kompakter Hof. Ist aber auch schon ganz schön gewachsen in letzter Zeit. Oh, der hat wieder einen Unimog. Der hatte mal einen, dann hat er den verkauft. Einen MB-Truck meine ich, sorry. Und jetzt hat er wohl doch wieder einen. Anhänger stehen hier vorne rum. Maschinen für die Feldbearbeitung. Genau, das soweit zum Hof vom alten Horst. Schauen wir weiter zu unserem nächsten Hof, dem Holzbaron. Nicht bearbeiten, beitreten wollen wir. Und schreibt mal gerne am Ende des Videos, wenn ihr alle Höfe gesehen habt, rein in die Kommentare, welcher Hof ist euer Favorit, welchen Hof feiert ihr am meisten? Würde mich auch interessieren. So, Holzbaron. Ja, die oder der Hof hat hier oben in dem Bereich seine ganzen Feldflächen, ist kompakt, komplett aufgeteilt. Da gibt es sonst nirgends anders. Feldflächen ist alles dort oben. Und ich würde sagen, wir springen dort mal hin. 10,50 gibt es hier auf dem Hof. Ja, rein Hof, gebäudetechnisch, maschinentechnisch ist hier gar nicht so viel los.
Man setzt hier tatsächlich, nachdem einige Umbaumaßnahmen die letzten Jahre stattgefunden haben, inzwischen nur noch auf große Maschinen, große Feldtechnik. Es gibt hier einmal eine richtig große Halle, wo alle Maschinen untergestellt werden können, wenn sie nicht gerade draußen im Regen stehen. Große Anhänger, große Drescher, große Schneidwerke. Weil die Hoftankstelle da hinten ist gar nicht mal so groß, muss ich feststellen. Ein riesengroßes Getreidelager, wo das ganze Getreide von den ganzen Feldern eingelagert werden kann. Hier zwischendrin im Wäldchen, da standen auch mal Gebäude, aber die sind inzwischen auch komplett weg. Da hinten gibt es noch ein Blockheizkraftwerk an dem Wald. Und ansonsten, da ist auch noch ein Blockheizkraftwerk. Blockheizkraftwerke überwiegen schon bei dem Hof hier. Und hier eine riesengroße Front an Fichten, die ja in einer Art Palisadenwall aufgebaut wurden. Das war's dann auch schon von diesem Hof. Gehen wir direkt weiter zum nächsten Hof, dem Hof Pirate. Na, beitreten will ich doch. So. Genau. Der Hof befindet sich hier unten. Ja, hier ist Ortskern Dienstedt, ein bisschen außerhalb. Und der ist doch inzwischen auch schon riesengroß geworden. Und hier gibt es auch extrem viele Neuerungen. Mal kurz gucken, wo kommen wir denn hier raus? Genau, hier kommen wir raus. Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier nach wie vor auf dem Hof einige Gewächshäuser. In der Mitte ein Flutlichtmasch, damit wir uns hier auch gut zurechtfinden. Hier vorne Getreidelager. Und dann haben wir hier einige Gebäude, wo dann die ganzen Maschinen untergestellt werden können. Maschinen und natürlich auch Ballen. Ballenlager haben wir hier vorne. Heuballen, Strohballen meine ich, und Silageballen. Ah, da hat er sogar noch ein neues hingebaut vor kurzem. Dann gibt es hier eine Brücke, die geht direkt rüber auf die andere Seite des Flusses, aber dort gibt es nichts außer Ländereien. Dieser Hof hier hat hauptsächlich auf die andere Straßenseite expandiert. Und es ist auch, ja, eine ganz nette Idee. Passend, du musst nur hier rüber einmal die Straße queren und dann ist man schon auf der anderen Straßenseite, wo es auch jede Menge an Gebäude gibt und Maschinen, die hier rumstehen. Und zwar ist hier so ein bisschen die Produktionsstätte dieses Hofes. Wir haben hier im Hintergrund einige Lager, Lager für Getreide und dann hier im Vordergrund verschiedene Getreidemühlen. Eine Ölmühle gibt es hier. Es gibt hier Rampen, um LKWs zu beladen. Hier gibt es dann nochmal Unterstellmöglichkeiten für Ballen in erster Linie. Da im Hintergrund, was ist denn das überhaupt genau? Das sieht mir fast nach einer Verkaufsstation aus, oder das ist eine Art Bäckerei. Ist das eine Bäckerei oder so? Ich glaube, das ist fast eine Bäckerei. Genau. Weil wir dann quasi aus den Produkten, die er herstellt bzw. zukauft, Leckerbrot und Kuchen hergestellt. Das war es aber noch nicht von dem Hof hier, sondern hier hinten ist auch noch ein kleiner Teil, denn der Hof hat auch ein paar Tiere. Ui, hat er einen Haufen Paletten mit Wolle inzwischen. Hier gibt es nämlich Schafe. Die haben sich hier hinten am Wald angesiedelt. Tiertransporter ist mit am Start. Und hier gibt es hier einige Schafweiden, wobei das noch relativ klein. Was hat er denn so an Ländereien? Alles, was hier so hellorange ist. Also quasi hier unten so im Fluss entlang. Hier oben zwei Felder, hier hinten zwei Felder und da ist noch ein Feld. Waldtechnisch ist er hier hinten ein bisschen aufgestellt und hätte ich fast vergessen. Ja, er hat sich ja vor kurzem sogar hier die Hühnerfarm gegönnt. Er hatte anfangs einige wenige Hühner am Hof und jetzt ist er expandiert.
und besitzt hier diese riesengroße Hühnerfarm. Ich weiß gar nicht, wie viele Hühner das hier reinpassen. Hier auch nochmal eine kleine Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften verschiedener Art. Wir können mal kurz reinschauen, was er denn so an Tiere. Oha, das geht schon in die Tausende hier. Gut, ist noch relativ am Anfang, wie es mir scheint. Rund 3000 Hühner, die er hier hat. Ja, kann sich doch schon ganz schön gut sehen lassen, würde ich sagen. Schauen wir weiter zum nächsten Hof. Ab der Höchte. Ja, der Hof befindet sich auf der Höhe. Da oben am Berg. Ich weiß gar nicht, wo wir hier starten sollen. Der ist riesengroß, der Hof. Und hier steht einfach mal ein Frontladerschaufel voll mit Mais. Coole Idee. Ja, hier hinten, Herz und Zentrum des Hofes, das Bauernhaus. Und anfangen mit unserer Hoftour tun wir am besten hier vorne. An der Hofeinfahrt hätte ich gesagt, die befindet sich hier. Da haben wir dann hier einmal eine kleine Werkstatt. Da ist aktuell der John Deere des Hofes. Ja, entweder in Reparatur oder ist halt gerade einfach von der Arbeit zurückgekommen. Wenn wir uns hier umschauen, was es denn hier so an Maschinen und Fahrzeuge gibt, wird euch auffallen, ja, ziemlich viel Grastechnik und Ballentechnik. Hier extra so ein E-Tunnel angeschafft worden, um Klee und Luzernensilage einlagern zu können. Ein paar Hühner rennen hier auch rum. Hoppala. Ach, da ist der Hühnerstall, genau. Ballenlager an Ballenlager grenzt hier auf dem Hof. Ein paar Pferde sind auch am Start. Noch mehr Gebäude, um Sachen unterzustellen. Und wenn wir uns dann aber mal so das Große des Hofes hier anschauen, dann sehen wir schon hier, ja, Unterstand für Schafe und Ziegen. Mit Weide hinten dran. Inzwischen über die Jahre sind hier auch ganz schön viele Bäume gewachsen. Schafe, soweit das Auge reicht. In der ganzen Baumlandschaft steht hier ein Gebäude nach dem nächsten. Und da sind überall Schafe untergebracht. Ich weiß es gar nicht. Sind es 6, 7 Schafweiden, die hier direkt am Hof sind? Und wir können uns mal anschauen, wo er so seine Ländereien hat. Ist das dunkelorange hier? Direkt hier am Hof ganz viel, aber er hat auch fleißig hier unten am Fluss entlang und in dem Bereich in letzter Zeit nachgekauft. Und der Hof befindet sich inzwischen nicht mehr nur hier oben, sondern es gibt bereits hier unten eine Außenstelle. Und zwar sind hier noch mehr Schafweiden, ihr seht's. Es zieht sich hier komplett im ganzen Bereich rum und hier im Hintergrund wurden dann auch schon ein paar Bäckereien und eine Mühle gekauft, wo hier dann entsprechend Mehl produziert wird, Brot gebacken wird. Oha, da steht ja mal wieder ein Haufen Sach rum. Wird mal wieder Zeit für einen Riesentransport hier einmal ab durch Thüringen. Aber nicht nur den Bereich hier, sondern auch hier unten wurde eine Fläche erschlossen. Hier hat er sich eine Wiese eingekauft. Und ja, ihr seht, hier sind nochmal, was haben wir denn hier? 4, 5 zusätzliche Schafweiden und Unterstellmöglichkeiten für Maschinen. Das sind sogar 6 Stück, sehe ich jetzt gerade. Da rennen auch nochmal ein Haufen Schafe rum. Oh, da hat er auch Gelände ein bisschen eingeebnet. Sehr, sehr schick. Auch wenn der Hof RGA gerade mir gehört, sehr in der Nähe ist, so oft bin ich dann auch nicht. Hier, ich sehe es dann immer nur von der Entfernung. Aber es ist natürlich auch vorteilhaft, sehr, sehr zentral. Einmal eine Brücke über den Fluss gebaut. Wenn er hier unten schon so viel Wiesen hat, dass dann hier direkt auch die Schafe versorgt werden können. So, was darf denn noch nicht fehlen, wenn man einen richtig großen Hof hat, speziell auf Schafe ausgelegt? Ja, jede Menge Produktionen rund um
Schafe, Wolle etc. Hier wird quasi aus der Wolle Stoffe hergestellt und dann später Kleidung. Hier ist auch das legendäre Video entstanden. Millionen Pferde rollen durch Thüringen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wenn ihr das gesehen habt. Ja, soweit zu dem Hof. Wir können vielleicht mal kurz noch reinschauen, wie viele Schafe das hier insgesamt vorhanden sind. Also es hört gar nicht mehr auf mit Scrollen. Mein Kenntnisstand ist, dass es inzwischen rund 1500 Schafe sind. Kommen wir zu unserem vorletzten Hof, und zwar der GmbH F&V. Der Hof wurde ja gegründet von Phipps. Später hat er einen Mitarbeiter namens Fondi gehabt und inzwischen ist der Hof aber komplett übergegangen an den Lumpen. Der hat den Hof für sich ein bisschen umgestaltet, neues Konzept entwickelt und das können wir uns jetzt auch anschauen. So, also rein gebäudetechnisch hier von vorne rein steht erstmal noch so die ganzen Originalsachen. Der Hof konzentriert sich hauptsächlich auf Milchproduktion. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Kühe. Müssten schon bald an die 500 Kühe sein. Wir können mal schnell direkt zu Beginn der Hoftour hereinschauen. Ihr könnt hier gerne mal selber auch zusammenrechnen. Hühner sind auch ein paar mit am Start. Wobei, es sind gar nicht mehr so viele. Hat er Kühe verkauft? Muss fast so sein, weil das sieht mir jetzt eher Richtung 150 aus, was ich hier gesehen habe. Also hier vorne, kommen wir rein, haben wir jede Menge Gebäude, Unterstellmöglichkeiten für Maschinen, eine kleine idyllische Oase. Hier hinten zu unserer Rechten einmal das Farmhaus. Er hat sich ein altes Getreidesilo umgebaut und wohnt da drin jetzt. Und sogar mit Pool hier direkt am Hof. Sehr, sehr schick. Hier hinten wurde auch umgebaut, sehe ich direkt. Wir haben hier zur Linken einmal eine Werkstatt. Und hier haben wir jetzt einmal eine Molkerei. Er kann da direkt seine eigene Milch weiterverarbeiten. Der Hof ist hier so ein bisschen quadratisch praktisch gut aufgebaut. Ah, hier vorne ist ein extra Zusatztank für Milch. Mit drei Hofeinfahrten können auf drei Linien komplett nach hinten durchfahren. Und dann haben wir hier immer wieder so Querwege. Einmal hier mittendurch durch verschiedene Hallen mit Unterstellmöglichkeiten für Maschinen. Schüttguthalle hier. Vorne Getreidelager. Hier ist dann der große Kuhstall. Da haben die Kühe auch schön Auslauf. Da hinten geradeaus weiter seht ihr eine Verkaufsstelle, die gehört nicht zu dem Hof. Die ist für alle öffentlich zugänglich. Aber es ist natürlich sehr praktisch, wenn die Nähe dieses Hofs hier ist. Ja, hier ist dann der nächste große Kuhstall mit jede Menge Kühe. Hier hinten sehe ich, was haben wir denn hier? Zuckerrüben liegen, genau. Oh, was passiert denn da hinten? Ach, da ist ein Feld, da werden gerade Zuckerrüben geerntet. So ist es hier. Hier vorne hat er so ein paar kleine Testpflanzungen gemacht mit Soja und Mais. Die müssen noch geerntet werden. Und dann haben wir hier, oh, sehe ich gerade auch, frisch gebaut. Ein neues Ballenlager. Da hinten sind auch noch einige Ballenlager. Geht's hier wieder mittendurch vorbei am Kuhstall. Bei den Hühnern. Und zwischendurch haben wir dann auch diverse Silos, Lagersilos, nochmal Silos hier, um eventuell Silage zu produzieren. Da ist sogar gerade was drin. Alles in allem auch ein sehr, sehr schicker Hof, wie ich finde. Wir können uns mal anschauen, in welchen Dimensionen sich der Hof hier ausgebreitet hat. Ja, der hat nicht so viel Ländereien. Liegt einfach aber auch daran, dass der Hof jetzt vor kurzem übernommen wurde. Wir haben hier direkt in Hofnähe einige Ländereien und dann hier hinten nochmal
drei Felder, die sich kürzlich gekauft wurden. Ja, und dann kommen wir an der Stelle auch schon zum letzten Hof, und zwar unserem Lohnunternehmer Becker. Der hat seinen Hof sehr nahe an Dienstedt angebaut, spezialisiert sich hauptsächlich auf Lohndienstleistungen und Schweine, hat aber inzwischen sogar ein paar Kühe. Ja, unser Lohnunternehmer hat an Ländereien ganz viel hier in diesem Bereich, direkt nahe von seinem Hof, hat aber auch hier verstreut im Süden ein bisschen was und hier oben nördlich. Genauso wie hier die 148. Ihr seht allgemein auch auf der ganzen Karte hier, bis auf hier unten, da ist noch einiges nicht verkauft, aber da ist schlechter Boden, Spoiler, ist doch schon sehr, sehr viel verkauft. Alles Rote hier sind Wälder, die geblockt sind, dass sich die niemand kaufen kann, weil Holz ist doch schon ein bisschen cheatig hier auf der Karte. Von dem her, es hat jeder seinen Wald, aber wenn er einen zusätzlichen Wald kaufen muss, dann muss er erstmal gewährleisten, dass er quasi seine bisherigen Wälder auch ordentlich pflegt. Wenn er das tut, bekommt er jederzeit die Möglichkeit hier, ja, sich einen neuen Wald kaufen zu dürfen. So, warum komme ich denn jetzt aus dem Gebäude nicht mehr raus? Springen wir mal hier hin. Genau, hier vorne, direkt am Hofeingang, kleine Werkstatt, angrenzend an das Farmgebäude von unserem Lohnunternehmen Becker. So, die alten Hasen von euch, die werden sicherlich den Hofteil hier vorne direkt noch kennen, aber hier wurde auch sehr viel Neues dazu gebaut. Wir haben hier unsere Halle perfekt zum Durchfahren mit Getreidesilo. Hier vorne dann ein komplett neues Ballenlager. Weitere Hallen mit Unterstellmöglichkeiten für Maschinen. Hier im Hofzentrum dann. Da rennen auch ein paar Hühner rum, wir haben einen kleinen Brunnen. Da stehen halt so die ganzen Maschinen. Und dann wurde jetzt die letzte Zeit hier im hinteren Hofteil groß neu angebaut. Mit jede Menge Schweineställe, also direkt unter uns schon mal zwei. Dann hier rechts zwei, links zwei und in der Mitte inklusive Mischte- und Güllelager. Und ganz hinten wurde neuerdings auch nochmal ein Freiluftschweinestall gebaut. Also einen sehr, sehr ähnlichen Schweinestall, wie ich den tatsächlich auch habe bei RGA Agrar. Und hier auf dem Hof sind in Zwischenzeit mit Sicherheit auch an die 1000 Schweine unterwegs. Aber nicht nur den Hofteil hier hat er, sondern es gibt hier hinten eine kleine Weide. Können wir uns mal umschauen. Hoppala. So, da laufen nämlich die Rinder, die Bullen rum, die aufgezogen werden. Sehr, sehr schicke Idee hier. Kleines Ballenlager. Für Wasser, Futter ist alles gesorgt und da geht es denn einfach wunderbar. Ja, soweit zu dem Hof, aber ich bin noch nicht ganz durch. Ich hatte ja angesprochen, der Hof hat eine BGA. Die befindet sich hier. Kann ich wieder nicht aussteigen, warum denn das? Und diese BGA hier, die gehört ja dem Lohnunternehmen Becker, RGA Agrar und Hof zum Alten Horst gemeinsam. Gibt hier drei große Silos mit Silage, Ballenlager. Hier vorne sind gerade einige Umbaumaßnahmen im Gange. Und hier hinten dann entsprechend, ja, die BGA. Herzstück hier vorne, der Bunker, Vermender und im Hintergrund dann Nachgärer. Zwei große Generatoren hier,
und Unterstellmöglichkeiten natürlich für die ganzen Gefährte, die man zu einer BGA braucht, und es ist sehr, sehr viel Gülletechnik. Es gibt dann natürlich hier auch noch so ein weiteres Gemeinschaftsprojekt. Das ist so ein kleiner Industriepark, der Lohnunternehmen Bäcker und Abderhöchte, die haben das so in erster Linie gemeinsam in Angriff genommen. Ja, hier vorne haben wir einmal eine Molkerei, im Hintergrund einmal der Landhandel. Dann haben wir hier vorne eine Kalkproduktionsanlage und dann geht es hier weiter, dass wir hier diverse Fabriken haben für die Verarbeitung von Zuckerrüben. Also wird Melasse hergestellt und natürlich auch Zucker. Und hier unten noch zu unserer Rechten ein riesengroßer Schlachthof. Ja, und das war es dann auch schon mit einem Überblick über alle Höfe von unserem Community-Server. Hat sich doch richtig viel getan in letzter Zeit. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.